Die Polizei hat infolge der Unruhen in der französischen Stadt Dijon im Rahmen eines groß angelegten Einsatzes 42 Wohnungen durchsucht. Dabei wurden unter anderem 25 Molotow-Cocktails sichergestellt. Schwere Waffen wurden nicht gefunden. Am Vortag waren in Dijon und anderen Städten 6 Tschetschenen festgenommen worden. In der Stadt hat es am Wochenende und zu Anfang dieser Woche schwere Unruhen gegeben. Mitglieder der tschetschenischen Gemeinde in der Stadt wollten sich gewaltsam für den Angriff auf einen 16-Jährigen rächen, der offenbar von Drogendealern angegangen worden war. Es laufen Ermittlungen wegen versuchten gemeinschaftlichen Mordes und Mitgliedschaft in einer verbrecherischen Vereinigung.